Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich euch, liebe Drachen- und Dämonenfreunde. Ich bin zurück, Last Exit 1988, mit dem 37. und auch zugleich letzten finalen Part des Let's Plays Breath of Fire 2. So, wir haben im letzten Part Barubari besiegt. Und jetzt gehen wir erstmal hin und laden uns am Drachenboden einmal auf. Ihr könnt da unten links die Drachenstatue noch einmal nutzen. So. Und jetzt geht's gleich ans Eingemachte. Natürlich kämpfen wir noch so ein, zwei, drei Male. Lassen wir auch diesmal drin. Gegen einen Feind ist das jetzt nicht so schlimm. So, auf jeden Fall haben wir eine sehr lange Reise in Infinity hinter uns gebracht. Und sind bald am Ende des Weges angekommen, am Ende von Infinity. Und wir haben auch generell sehr viel erlebt mit Rio und Co. Ihr merkt, ich habe ja schon so eine kleine Abschiedskulisse, die ich hier aufbaue. So, dann werde ich erstmal hier drauf. Genau, so, jetzt gehe ich erstmal mit Rio. Wir müssen direkt nach oben. Ich meine, wir können uns auch hier nochmal ein bisschen umschauen, aber möchte ich gerade nicht. Habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Lead of Attack ist, glaube ich, gerade sinnfrei, dass wir hier noch großartig Kämpfe machen und leveln. Haben wir zu Genüge gemacht. So, jetzt können wir hoffentlich, ich bin Sachse. So, eieiei, au, scheiße. Ja, komm, bringt ja alles nix. Immer feste Ruf gegen den Helion. Scheiße, der macht eine Counter-Attack. Naja, wie viel er aushält. Und dann werden wir mal sehen, wie wir beim letzten Endboss anstinken. Aber jetzt zieht auch viel ab. Ja. Puh, zum Glück. Na gut, komm dann. Buff Marius ATK. Da ist ja über Kampf vielleicht ein bisschen schneller rum. Sehr gut. Zack. Ja, und dann macht er direkt seinen Angriff. Jawohl. So muss das sein. Wie viel hat er noch? Wie viel Energie hat er? Oh, Fire Breath. Ja, ist natürlich wieder wundervoll. Wie das hier im in der eigentlichen Aufnahme nicht klappt. Aber im Probedurchlauf, bevor ich aufgenommen habe. Eieieiei. So. Machen wir noch mal. Und ich hoffe, dass wir hier danach Ruhe haben. Ja. Der Kollege hat aber ganz schön viel Energie, ne? Jawohl, ist er platt. Was gibt es? Oh. Okay, gut. Kann ich nicht meckern. So, hier wartet dann der letzte Boss. Und jetzt werden wir uns erstmal hier wieder so ein kleines bisschen aufladen. Okay, blöd, kriegt jetzt, wir übertreiben jetzt mal ein bisschen hier. Genau. Halt. Ja, komm. So. Jetzt machen wir hier ein Safe State und dann betreten wir den letzten Raum, den wir in diesem Spiel so ohne weiteres betreten werden. So, klar, hier hätten wir uns auch noch aufladen können. Und hier haben wir eine schwebende, gottgleiche Gestalt. Ja, wen haben wir denn da? Da werden wir jetzt natürlich erfahren. Evan. Evan und er redet von Nicanoro. Und er bedankt sich bei uns, dass wir die Tore geöffnet haben. Und er möchte die Welt mit Verzweiflung segnen, so gesehen. Genau. Und Bo sagt, hör mal, hier heißt keiner von uns Nicanoro und ist wahrscheinlich nur eine Bezeichnung. Genau, wir verstehen das nicht. Nicanoro ist das Wort für Tote. Na, und jetzt sind wir in Kristalle eingesperrt worden. Ja. Da möchte er uns auf jeden Fall schnell aus dem Weg räumen. Und was passiert jetzt? So, Rio befreit sich. Hat sie mit Leichtigkeit aus dem Kristallgefängnis befreit.
Naja, und er ist nicht so damit einverstanden, dass er dass Rio stärker sein soll als Gott. Und was macht er jetzt? Was macht Evan da? Wird er nochmal so ein paar... er hat Ninas Kristall zerschmettert und das wird er jetzt wahrscheinlich auch mit den anderen machen wollen. Und dann schleudert er Rio erstmal zurück, damit er leichtes Spiel hat. Genau, jetzt ist sein Leben vorbei. Haben sie als Kind getroffen. Ach du Scheiße, da wird er ein bisschen sauer. Hat so den Eindruck, dass Rio sauer wird. Er kann sich wohl gerade nicht bewegen. Genau, und jetzt hat sie alle drei erstmal über Jordan geschickt. Ja, was passiert jetzt? Jetzt müssen wir, glaube ich, hier mit dem Steuerkreuz links und rechts hin und her drücken. Und da musste er mit ansehen, wie Evan vor seinen Augen seine Freunde zerschmettert. Nicht schön. Ich glaube, das wird ihm teuer zu stehen kommen. Oder verschwindet er nach vorne. Und jetzt müsste er erstmal hier so ein bisschen mit dem Steuerkreuz links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und da haben wir die Lähmung, genau, da haben wir die Bindung aufgelöst. Okay, und wir erfreuen ihn nicht, weil wir uns gegen das Urteil Gottes wehren, so gesehen. Und dann laufen wir nach vorne, da fängt an zu rennen. Dann, genau, fangen wir hier an zu rennen. Ja, wir rennen weiterhin. Wir haben aber gerade keine Gewalt. Das heißt, das ist so gesehen so eine kleine Sequenz als Kampfbildschirm oder im Kampfbildschirm. Genau, und jetzt werden wir hier unter Beschuss gestellt. Ja. Was dann Rio nicht besonders oft trifft, um genau zu sein, gar nicht trifft. Dauert ein paar Sekunden diese kleine Sequenz hier, bis wir dann gleich ankommen. Also Rio, wie man hier vermuten kann, ist gerade ziemlich sauer, ziemlich wütend und glaube ich fest entschlossen, Evan erstmal einen Scheitel zu ziehen. So, da ist er dann angekommen, kommt angerannt und er startet eine Attacke und ja, erstmal schön durch das Gesicht das Schwert gezogen, ja super. Dann haben wir den besiegt. Es ist nicht möglich, ich Gott werde besiegt, bla bla. Natürlich ist er nicht besiegt. Ja, Spoiler, das weiß man natürlich, wenn man finale Bosse kennt. Oh, hier kündigt sich dann ein seltsames Erdbeben an. Und Evan wird zu Death Evan. Ja, ein sehr großer Dämon. Und dann fangen wir direkt an zu kämpfen. Und ganz wichtig, diese Phase ist gescriptet. Das heißt, ihr müsst sofort Anfini einsetzen. Und wenn wir einmal erneut unter Beschuss gestellt, dann fügt uns das ein wenig Schaden zu. So, und diese erste Phase könnt ihr nur dann beenden, wenn ihr Anfini einsetzt. Und das ist das einzige Mal in diesem Spiel, in dieser Phase, dass ihr Anfini einsetzt, dann wird das kurz still und dann kommt eine Cutscene. Ja, so das Weltall zeigt. Genau, was passiert jetzt in dieser Cutscene? Ja, Herzschlag, Herz pocht. Genau, Erinnerung an seine Freunde ist in Rios Herzen aufgetaucht. Genau, da ist dann wieder dieses, ich erinnere mich an meine Freunde und die Kraft der Freundschaft und hast du nicht gesehen. Kriegt man hier nochmal alle Charaktere zu sehen, die dann in Township warten, dass wir wohlbehalten zurückkehren. Ja. Die noch in, die jetzt nicht mit mir dabei sind, die zerschmettert wurden, die sind jetzt nicht, die werden jetzt nicht gezeigt. Genau, er denkt an den Drachenclan. Wenn wir den auch bestimmt noch mal kurz sehen. Jo. Super. Die Hoffnung des Drachenclans, die Hoffnung der Freunde fließt in diesen Anfini-Zauber ein. Ja, was passiert jetzt? Oh, er denkt an, ups, ein bisschen ist meine Stimme verreckt. Er denkt an die Welt und da haben wir wieder Vögelchen. Mina, das Vögelchen, ist am Start und sie fliegt wohl wieder Richtung Gate. Bin nicht mehr von Dämonen verfolgt. Mhm. Okay. Und was passiert nun? Ach, die erscheinen wieder. Das heißt, sie sind wieder vollständig wiederhergestellt und keine Kristalle mehr.
Und sie eilen jetzt Ryo zu Hilfe. Super. Und ja, das sieht so aus, als ob Death Evan, ja, 5 Gemächte hat, also 5 Penisse. Super. Na komm, und jetzt geht es ja an den Kragen, Death Evan. Er zittert wieder und die Erde wird erneut. Da brüllt er erstmal schon. Erstmal schön laut. Könnt ihr nur Gott so intensiv bekämpfen? Oh mein Gott. Da wird aber sehr lyrisch, der Kollege. So, jetzt beginnt der finale Kampf. So, und hier könnt ihr ruhig eure besten Magien anwenden. Wir sollten immer buffen. Das ATK sollte immer gut gebufft sein. Oder auch die Def. So. Und ihr solltet immer rechtzeitig heilen. Lieber einmal zu früh als einmal zu spät. So. Oh, und da wird er unsere Buffs auflösen mit dieser Disco-Technik. Ja, wunderbar. Hat aber trotzdem gut hingehauen. So, Death Evan, der hat ungefähr 10.000 HP, ist so ein bisschen schwerer als Barubari. Aber wir fügen ihn hier sehr gut Schaden zu. So, zum Glück haben wir die Death noch nicht gebufft. Das heißt, das gilt. Das gilt. So, jetzt gehen wir hin. In die Götterdrachenform. Machen hier mit ihm, zack. Bow fängt an mit, ja, mit was fängt er an? Wir fängt an hier mit Wisdom Fruits. Und die beiden, also Blö und Nina, machen Bolt X. Angriffsmagie, noch habe ich ja genügend Energie. Und behaltet immer eure Lebensenergie im Auge. Ganz wichtig. Ja, macht dann eine Counter-Attack? Nee. Oh, Nina ist gleich heilungsbedürftig. So. Und da haben wir unsere erste Drachenattacke. Können wir machen, auf jeden Fall. Und danach solltet ihr dringend eure AP aufladen. War da schon mal den ersten Taui weg. Natürlich gehen wir jetzt mit den beiden anderen Attacken noch darüber hinaus. So. Genau. Bow fängt an, Mana wiederherzustellen. So, und währenddessen nutzt Ryo die Gelegenheit und macht Waffenangriffe. So, machen wir lieber so. Genau. Oder? Ja, komm, so ein bisschen Bolt X Action müssen wir schon machen. So. Und das ist auch übrigens die letzte Phase. Man sieht ja richtig die 5 Drachenpenisse, so gesehen. Ja, super. Oder 6. Okay, jetzt werden wir wieder, jetzt werden die Buffs wieder aufgehoben. Genau. Aber egal. Hauen halt trotzdem noch gut rein. Das heißt, nächste Runde werden wir wieder ganz normal buffen. Ja, 170 ist auch okay. Eine Runde Heilung. Lohnt auf jeden Fall. So, Ryo greift auf jeden Fall an. Ja, komm, Wisdom Fruit für ihn hier. Er macht das. Und Blö bufft die ATK. Dann haben wir eine kleine defensive Runde. Und noch haben wir jetzt keinen signifikanten Schaden erlitten. Okay, was passiert jetzt? Ey, Kollege. Energie weg. Finde ich aber gar nicht in Ordnung. Ach du Scheiße, der klaut auch noch Mana. Energie und Mana. Super, wir müssen uns dringend wieder aufladen an Mana. Und schnell Defense hochbuffen. Und nächste Runde wird Bow dafür sorgen, dass Heilung geschieht. Genau. Sie nutzt Bolt X. Und per Wisdom Fruit werden wir wieder ein bisschen weiter einen weiteren Teil des Manas wieder aufbauen. Kalter Atem, auch er macht Flächenschaden. Ja, da lohnt sich die Heilung gleich definitiv. Und Special, sehr schön. Über 600 Schaden. Hoffentlich geht das gut.
Na gut, nächste Runde machen wir wieder eine kleine Heilungsrunde, bis wir da richtig voll sind. Ah, das sieht doch besser aus. Sehr gut, very good. Genau. Und dann machen wir wieder hier Wisdom Flut auf den guten Rio. Und wenn er wieder volle Möhre hat. Hey, Kollege. Counter-Attack. Ja, Special ist auch okay. Schön. Ja, wird ein bisschen knapp auf jeden Fall. Zumindest für Rio. Ich hoffe, dass ich, wenn er dann stirbt, dass ich den dann schnell wieder herstellen kann. Ja. Okay, drei sind wieder voll aufgeladen. So, er nimmt dann... Obwohl, nee. Er gibt lieber einen Extrakt. Und Bleu gibt Rio eine Wisdom Food. Und nächste Runde gibt es dann wieder Drachen-Action. Ja. Und er nimmt wieder die Buffs von mir. Zum Glück macht er nicht mehr. Das heißt, nächste Runde wird weiter erneut gebufft, meine ich. Aber trotzdem gut Schaden. Erlitten durch einen normalen Angriff. Und nächste Runde gibt es wieder einen Drachenangriff. Ja. Ich meine, da geht es um ein paar Minuten länger. Auf die Art und Weise. Rio ist wieder voll. Voll aufgeladen. Super. God Dragon. Jetzt machen wir wieder das. Wieder Def up. Und ATK hochbuffen für Rio. Damit er gleich schön seine Waffenangriffe wieder unbehelligt durchführen kann. Zack. So. Todeszauber, nicht gut. Hoffentlich trifft er nicht. Ne, trifft nicht. Sehr gut. Kann er gerne danach machen, wenn ich hier die AP aufgebraucht habe. So, dann gibt es erstmal nochmal 1000 in die Fresse. Das zweite Mal. Perfekt. Sehr schön. Dauert aber trotzdem noch ein bisschen, bis er platt ist. So, auf die Mana-Punkte muss ich trotzdem noch achten. Ja, Nina sollte sich, also sollte auch nächste Runde mal so eine Wisdom Food bekommen. Zweimal können wir noch mit Bolt X. Aber wir brauchen auf jeden Fall nicht zu heilen gerade. Aber wir können hier mit Wisdom Flut kommen. Und vor allen Dingen zweimal Bolt X machen die Runde. Das heißt, wir kriegen wieder mehr Schaden. Wir teilen wieder mehr Schaden aus. Schön. Sehr gut. Sehr schön. Jawohl. Wundervoll, so muss er sein. Wisdom Flut, auf jeden Fall für Rio. Erstmal den nächsten Drachenangriff aufbauen, langsam. Halt, nicht Autobattle. Auf keinen Fall Autobattle, ey. Da seid ihr ja richtig am Arsch, wenn er das macht. So. Vorsichtshalber wieder eine Wisdom Flut. Und zwei Bolt X-Angriffe. Sehr schön. Death. Wer kriegt den Death-Zauber? Oh. Hat nichts gebracht. Schön. Sehr gut. Gut trainiertes Team auf jeden Fall. So, in der nächsten Runde wird Nina ein bisschen auf Chop-Chop zurückgreifen. Solange. Jetzt hat sie nur noch wenig Mana. Genau. Zack. So geht das dann. Ja, kann man machen. Bone Laser. Ach du Scheiße. Ein Flächendamage. Also nächste Runde wieder heilen angesagt. Ganz wichtig. Okay. Da ist natürlich jetzt nicht so viel im Gegensatz zu den anderen Angriffen. Ist kein Vergleich. Aber besser als nichts.
So, was haben wir hier vielleicht? Haben wir vielleicht Extrakt? Wann Extrakt? Genau. Wisdom Fruit für Rio. Nehmen wir den letzten Drachenangriff. Ich glaube, ich mache das noch einmal mit dem Drachenangriff. Hat sehr gute Verteidigung, die gute. Sehr schön. Und somit heilt Nina diesmal. Wunderbar, sind wir wieder im guten Bereich. Sieht gut aus auf jeden Fall. Und die restliche Heilung machen wir dann mit Q3. Wundervoll. Chop, chop. Okay, wie viele Wisdom Fruits haben wir jetzt noch? Eine? Ach du Scheiße. Nee, ja, boah, ich dachte schon. Ich dachte schon, ey. Aber machen wir auf jeden Fall die erstmal weg, die eine Wisdom Fruit. Für Nina. Hab auch noch einige im Repertoire. Ich dachte schon, da wäre jetzt die letzte Wisdom Fruit. Cold Breath. Super. Dabei dachte ich, das Spiel heißt Breath of Fire, nicht Cold Breath. So. Wieder ein Special. Klasse. Nächste Runde wieder Heilung. Kann man so lassen. Haben wir ihn schon? Haben wir ihn? Nina hat den Dosenstoß verpasst. Geil. Ja, damit haben wir den Kampf gewonnen. Damit haben wir Rios Mana umsonst aufgeladen. Und wir hätten Death Evan. Ist übrigens ein geiler Name für eine, Metal-Band. Eine Dettel-Band. Genau, eine Dettel-Band. Ja, noch nie gesagt. Ja, aber wie es den Anschein hat, haben wir Death Evan in die ewigen Jagdgründe geschickt. Zumindest stirbt er gerade. Oder, ja, er löst sich auf. Ja, warum? Warum möchtest du mich töten, Rio? Ja, pff, beruht auf Gegenseitigkeit, würde ich sagen, ne? Genau, die Zerstörung der Welt ist Schicksal. Was passiert jetzt mit Death Evan? Okay. Goodbye, Nicanoro. Ja. Warum ist die Musik so traurig? Ich denke, weil alles vorbei ist, ne? Jetzt sind wir hier siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Großartige Arbeit. Genau, Anfini war die Stärke, die kombinierte Stärke der Leute. Wundervoll. Genau, die direkt sofort, yo, das passiert, wenn ihr euch mit uns anlegt. Ja, endlich wird die Musik mal ein bisschen besser. So, und was passiert jetzt? Also, er hat ein Verlangen geschwört, sie alle wiederzusehen. Und das war dann Anfini. Ja, super. Okay, jetzt können wir hier wieder laufen und wir haben hier kein klischeehaftes Erdbeben und die letzte Stage, die fällt jetzt in sich zusammen und etc. pipapo. Wir stiefen jetzt gemütlich hier raus und dann gucken wir mal, wie das dann vonstatten geht, wie das hier weitergeht. Ob wir jetzt nochmal durch Infinity gehen müssen, aber wenn wir ja sehen und blöd, guck doch mal zurück. Ja, ein Dämon. Okay, es war mir wert, ihn aufzuwecken. Schön. Super. Schön, dass es dir Spaß gemacht hat, Blö. So, und jetzt sind wir, ja, so gesehen in die Credits bei den Credits angekommen. Titel haben wir schon mal. Wie man hier lesen kann, Breath of Fire 2, ne? Weiß man natürlich nicht, dass ich seit 37 Parts genau dieses Spiel zocke. So, und jetzt verabschieden wir uns hier schon von Dolagoni oder wie die Stadt heißt. Ja, scheinbar ja. Jetzt müssen wir uns erstmal von OP verabschieden. Gleich, aber jetzt werden wir erstmal gefeiert, dass wir wieder da sind. Weil wir Death Evan bezwungen haben. Und das ist auch schon der Ausgang bzw. der Eingang. So, ciao. Ciao, Leute. Ciao, liebe Drachen, Kumpels. Ciao, lieber Drachenclan. Man sieht sich. Und immer schön alles und immer schön die Schuppen sauber halten. Ja, das aussehende Kind, auf gut Deutsch übersetzt. Was passiert nun?
So, hier sind wir wieder, ich denke draußen. Ja, die Handlung wechselt. Dann werden wir bestimmt dort wieder anknüpfen. Ach, nee, noch nicht ganz. Dort in Township wartet der Rest der Truppe darauf, dass wir zurückkehren. Cat auf dem Dach und der Rest auf dem Boden und natürlich voller Erwartung. Fragen sie natürlich, wie machen sich die Leute da, wie macht sich Rio und der Rest. Genau, September 94 ist das Datum, an dem das Spiel rausgekommen ist. Project BF2. Und sind wir jetzt endlich wieder da angekommen? Jawohl. So. Dann werden wir quasi dorthin geportet. Und geht das Tor wieder zu? Besteht überhaupt Not, darin das Tor wieder zu versiegeln? Genau. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Naja. Ja, damit haben wir wohl das Ende des Spiels erreicht. Aber ich werde erstmal dann große Abschiedsreden schwingen, wenn die Credits durchgerollt sind. Weil da passiert nämlich noch was. Wir haben ja ein bestimmtes Ende freigeschaltet, weil wir Gaynor damals in der Maschine nicht umgebracht haben. Genau, irgendwas in Rios Gedächtnis nervt ihn. So, stört ihn. Dann kommt noch mal so eine kleine Rückblende nach Dolagoni. Genau, also werde ich jetzt nicht alles übersetzen. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil in der Hinsicht. Ja. Sehr gut. Genau, geh zurück mit deinen Leuten. Lebe wohl, Rio. Okay. Ja, und da wird die Musik ein bisschen beklemmend. Warum auch immer. Okay, Death Heaven wird fallen. Ne? Wahrscheinlich ein kleiner Übersetzungsfehler. Weil er ist so gesehen nicht gestorben, er ist gefallen. Ja, hingefallen. Nein, natürlich nicht. Dann kommt noch so eine kleine Rückblende, wie er verschwindet. Also er scheint nicht gestorben zu sein, nur verschwunden zu sein. Und da denke ich mal, dass darauf hinaus vermutet wird, dass er nur temporär verschwunden ist. Genau, das würde bedeuten. Ja. Genau, da ist etwas, was noch getan werden muss durch Rio. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein bisschen glücklichere Musik. Und wir sind wieder in Gate angekommen. Und ja, wo haben wir den Rio? Wo ist Rio? Und Nina möchte suchen. Oh, der Drache brüllt. Jetzt sag nicht, der hat das gemacht, was ich vermute. Doch, tatsächlich. Da hat er sich in den Drachen verwandelt, um den Zugang zu versiegeln, beziehungsweise zu beschützen, damit die Dämonen nicht nochmal herausstürmen. Ja, super. Und dadurch ist er dann auch in diesen tiefen Schlaf gefallen. Ja, super. Damit haben wir nicht so ein tolles Ending erreicht. Ja, so ein, ich sag mal, das schlechte Ending natürlich nicht. Aber auch kein Happy Ending. Also so ein neutrales, so ein bittersüßes. Weil wir jetzt nicht mit Rio zurückkehren. Genau, wie seine Mutter ist er in einen tiefen Schlaf gefallen. Super. Genau wie ich vermutet habe, der Dämon Death Heaven ist nicht tot. Und er möchte jetzt Wache schieben. Und Nina versucht ihn wach zu kriegen. Was aber nicht gelingt. Ja. Und da wird der Bildschirm schwarz-weiß. Und er kann trotz des tiefen Schlafes, kann er die Stimmen hören. Okay, nicht gut. Ich weiß gar nicht, was das glücklichste Ende sein kann, was man bekommen kann, aber zumindest haben wir da das schlechte Ending nicht erreicht. Ich meine, ach, guck mal, da haben wir die Credits.
Ja, gut, jetzt kann die traurige Musik auch aufhören. Wir haben das Spiel durch. Super. Ja, damit hätten wir 37 Parts Breath of Fire 2 erfolgreich hinter uns gebracht. Und dann haben wir auch noch ein paar Figuren. Gainer. Oder Gainer. Da können wir noch mal so einen kleinen Einblick in die Vergangenheit, in die Kindheit. So. Gainer B. Hulk Lecter. Wahrscheinlich sind ja die Namen der Spielfiguren inklusive Nachname, okay. Naja. So, jetzt geht's richtig los mit den Credits. Wunderbar, also war auf jeden Fall ein super schweres, geiles Spiel. Und bei weitem nicht der letzte Teil der Breath of Fire Reihe. Capcom hat hier auf jeden Fall erste Sahne an Arbeit geleistet. Und hier haben wir nochmal so ein paar Schlüsselszenen aus den ersten Parts. Genau. Und dann nochmal die Namen durchlesen. Patty Smith. Genau, Patty heißt Patty Smith. Und da denke ich mal, dass wir auch noch die anderen, also die Namen der anderen Charaktere bekommen werden. Und die Drachentränen zeigen jetzt auch die wichtigen Spielfiguren mit anderen Sprites. Als wären sie im Kampfmodus. Haben wir nochmal die Rückblende von Township. Die Anfänge von Township. Aspara Gas. Super. Okay. Boah, auf jeden Fall fand ich das ein sehr schönes Projekt. Ein sehr schweres Spiel. Ich musste auf jeden Fall ein paar Mal außerhalb der Aufnahmen leveln. Cat in einem im Kampfmodus so gesehen. Wie heißt denn Cat? Und haben wir Rent im Kolosseum. Ja, auf jeden Fall musste ich hier einige Offscreen-Level-Phasen durchführen. Um gut genug weiterzukommen. Hat sich aber gelohnt, wie man hier gesehen hat. Also Rent Marx. Rent Marx heißt der Charakter. Und Ray Bredo. Der uns die Drachengottform so gesehen ermöglicht hat. Aber wir lassen die Credits auf jeden Fall durchlaufen. Ich werde gleich auch ein bisschen den Schnabel halten. Und dann nochmal ein paar abschließende Worte, wie immer, am Ende meiner Projekte äußern. Judy Kim. Sexy Agnes, okay. Super. Auch nicht schlecht. Die Drachenträne, die ist hier auf jeden Fall sehr wichtig in dem Spiel gewesen. Sehr nützliches Item, womit wir die Gesinnung uns gegenüber perfekt sehen konnten. Okay. Stan Legacy. Hat irgendwas von Wrestling-Charakteren, dieser Name. Einen kleinen Frosch im Hals gehabt. Okay, ja gut, das war natürlich auch einer der Brunnen-Leute, die wir retten mussten. Dann haben wir Sana und Rio. Okay. Sanamo hieß sie, okay. Nicht Sana, Sanamo. Salami. Okay, jetzt hört sich das so an, als ob die Credits dem Ende zugehen. Ich wollte ja den Schnabel halten. Jetzt hol ich's nach. Was ich aber noch sagen muss, das hört sich echt an wie Pokémon. Und da ist Prinzessin Tapeta und hebt erstmal schön Gewichte, trainiert. Und jetzt halte ich den Goschen. Tatsächlich. Jetzt diesmal wirklich versprochen.
die dicke Prinzessin, die auch immer schlank wurde. Fatty Queen. Okay, wieder dran denken an die Szene mit Rens Mama. Rio Bateson heißt der, heißt Rio mit Nachnamen. Gut zu wissen. Ob das auch in den anderen Teilen so sein wird oder nur dort. War auch so. Guck mal, meine kleinen dicken Kinder hier. Haben wir noch das Capcom-Logo, ganz wichtig. Das darf natürlich nicht fehlen. So, und da haben wir das Ende erreicht. Die Credits sind durchgerollt. Super, auf jeden Fall können wir Breath of Fire 2 als beendet erklären. Auf jeden Fall ein sehr spaßiges Spiel gewesen. Sehr nervenaufreibend, ein bisschen anstrengend, aber eine schöne Herausforderung, wenn ihr JRPG-Games mögt. Ja,
Und das ist bei weitem nicht der letzte Teil der Breath of Fire-Reihe gewesen. Mal gucken, mit dem dritten Part geht's auch irgendwann mal weiter. Ich weiß noch nicht wann, kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. Ich weiß noch gar nicht, was mein nächstes Projekt sein wird. Aber ich werde jetzt für diese Woche erstmal Ruhe geben und mir in Ruhe nochmal Gedanken drüber machen, was als nächstes kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Let's Play auch genießt. Ihr kennt das Spielchen ja. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, nur nicht onanieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme, ruhige Woche. Bleibt gesund, wascht euch immer die Hände und, liebe Freunde, lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Lars Exe 1988. Tschüss.